Neunter Spieltag in der Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz sah. Am 15. September 2018 hat der SC 07 Niederoberstein das Heimspiel gegen den FC Karbach ausgetragen. Motiviert von dem Auswärtserfolg in Jägersburg wollte die Mannschaft von SC-Trainer Murat Yasser auch gegen die Gäste aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis nachlegen. Karbach stand von Beginn an tief und hatte die Gastgeber gezwungen, das Spiel zu machen. Ida dominierte das Spiel deshalb über weite Strecken, brachte aber keine wirklich gefährlichen Torchancen zutage. Spielen! Und raus! Ja, Justus, reicht schon! Box rein, Jungs! Ey! Hör mal raus, du, ey! Ey, der trifft doch ganz klar! Im zweiten Durchgang sind die Gäste aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis aktiver geworden und das Spiel wurde offener. In der 71. Spielminute ist dann das 1:0 für Ida gefallen. Torschütze war Felix Robenthal. Nur wenige Minuten später ging Justus Klein nach einem Foul zu Boden und der Unparteiische zog die gelbe Karte gegen den Karbacher André Marx. Ida Obersteins André Petri, der schon mit Gelb vorbelastet war, kassierte wegen einer Tätlichkeit gegen den Verwandten Marx gelb-rot. Nach dieser Situation nahm Karbach Anlauf und drängte die in Unterzahl spielenden Iderer immer wieder vor ihr eigenes Tor. Mit einer Paradeleistung des SC-Keepers Andi Forster konnte in der 79. Spielminute der Ausgleich verhindert werden. Nur wenige Minuten später war Forster jedoch machtlos. Mit einem Eigentor von Marius Getratis ging die SC-Führung verloren. In der Nachspielzeit erhöhte Karbach noch auf 2:1 und ging... Meine Damen und Herren, liebe Fußballfreunde, herzlich willkommen zur Pressekonferenz. Ich begrüße beide Trainer. Zum einen den Co-Trainer des FC Karbach, Thomas Wunderlich, und auf der anderen Seite Murat Yasser vom SC Ida Oberstein. Und ich bitte Sie eine erste Stellungnahme zum Spiel. Bitte schön. Ja, als erstes Mal, Thorsten hat mir den Vortritt gelassen, heute zur Pressekonferenz zu gehen, weil er weiß, dass ich ein bisschen Vergangenheit habe, auch mit Ida Oberstein. Letzte Pressekonferenz, die ich hier hatte, haben wir unglücklich mit Kreuznach verloren. Heute sieht es etwas besser aus für uns. Wir haben in einem, glaube ich, fairen, aber doch umkämpften Spiel bewusst gesagt, wir fahren auswärts. Wir haben zwei Niederlagen im Rücken, wollten das Ganze etwas defensiver angehen, sicher stehen, um unsere Gefahrenzone eine gewisse
Sicherheit gefühlt aufbauen. Ich glaube, das ist uns gelungen. Wir hatten viele Stärken von Ida Oberstein schon im Ansatz. Dadurch, ja, gefühlt war es so, dass das Spiel nie das Gefühl von draußen hatten. Wir sind in wirklichen Druckphasen, dass es da hinten schwimmt oder dass es sich nicht gut anfühlt. Also ich glaube, dass wir sicher gestanden sind. Vielleicht etwas glücklich. Ein, zwei Situationen war Ida dann doch da, aber ich denke nicht, dass es eine Mannschaft schafft, einen Gegner fast komplett zu neutralisieren. Es sind immer Situationen, wo dann mal eine Unachtsamkeit ist oder einfach der Ball abprallt und dann vom Gegenspieler landet und dann weitergespielt wird. Ich von meiner Seite kann sagen, dass wir glücklich am Schluss mit Sicherheit, aber nicht ganz unverdient gewonnen haben, so sehe ich es zumindest, weil ja, es waren viele, viele Chancen, die wir hätten vielleicht noch etwas sauberer zu Ende spielen können, haben wir nicht getan. Hätten wir das gemacht, hätten wir vielleicht nicht so ein glückliches 2-1 gebraucht, um schon frühzeitig in Führung zu gehen. War nicht, ist so. Umso mehr, letzte Woche sind wir in der letzten Minute bestraft worden, durch eine Standardsituation, durch ein Eigentor, ja, vor heimischer Kulisse, vor vielen Zuschauern. Heute war der Fußball mal auf unserer Seite. Ich glaube, Murat hätte sich am Schluss gewünscht, dass er mit einem Punkt nach Hause geht. So hat er 0, wir 3. So ist der Fußball nicht immer fair und nicht immer gerecht. Aber heute war es so, dass wir das glückliche Ende hatten. Aber auf dem Weg hierher, ich noch mal kurz mit Thorsten gesprochen, zumindest sehen wir es so im Trainerteam, es war nicht ganz unverdient, dass wir die 3 Punkte mit nach Hause nehmen. Ja. So. Dankeschön. Murat, bitteschön. Ja. Also ich sehe es, auch wenn ich der Thomas gut leiden kann, anders da. Also dass wir hier heute als Verlierer vom Platz gehen, ist in meinen Augen ein Witz. Ja, klar. Ich glaube, da muss man kein Fußballexperte sein. Was Karbach vorhatte, ist natürlich schwierig, wenn man an der Mittellinie steht. Sind 11 Mann hinterm Ball, dann ist es natürlich schwierig, da Lösungen zu finden. Wir wussten genau, okay, sie stehen tief, wollen vielleicht ein bisschen im Umschaltspiel ihr Heil suchen oder eine Standardsituation. Ich denke, wir haben eine gute Mischung gefunden zwischen Geduld, dann versuchen immer mal kontrolliert Druck aufzubauen, sind dann in meinen Augen auch verdient in Führung. Haben die riesige Chance vom Alex, glaube ich, aus 6-7 Meter zum 2-0 und dann ist der Käse hier gegessen. Was dann passiert, ist natürlich mal wieder extrem eine riesen Dummheit, wieder mal, dass wir uns ein Foul für uns und wir holen uns erneut nochmal eine gelb-rote Karte ab und bringen den Gegner, der eigentlich bis dahin für Fußball in meinen Augen wenig getan hat. Klar, Auswärtsmannschaft, alles gut und schön interessiert, ist auch alles legitim, aber dass wir dann so ein Spiel auf so eine Art und Weise verlieren, das unglückliche Tor von Marius, okay, ja, passiert vielleicht. Vorher der Andi hält nochmal die Kopfballsituation, hält er, glaube ich, überragend. Ja, dass ihm dann zum Schluss dann nochmal so ein Ding passiert, ist, also ja, ist vielleicht auch bezeichnend, warum Karbach vielleicht letzte Woche kein Tor geschossen hat. Heute haben sie im Prinzip wieder 2 Geschenke bekommen, also nichtsdestotrotz alles bitter für uns. Also, aber ich denke nicht, dass das verdient war, dass wir das Spiel verlieren, weil wir schon versucht haben, für das Spiel was zu machen. Und in meinen Augen die Jungs auch immer wieder versucht haben, gegen dann eine massiv stehende Mannschaft Lösungen zu finden. Und bin mir sicher, wenn wir mit 11 Mann weiterspielen oder dass wir zumindest mal den Punkt mit nach Hause nehmen, der Rest ist natürlich alles hypothetisch, aber letztendlich sind wir selber schuld. Wir haben dann, glaube ich, 2 Fehler zu viel gemacht. Ansonsten bitter und jetzt immer dieselben Floskeln. Klar, jetzt nochmal das sacken lassen, aber es nutzt nichts. Wir müssen uns dann nochmal berappeln. Ich denke schon, dass wir die letzten Wochen einen Fortschritt gemacht haben und dass wir auch die Leistung von Jägersburg ein Stück weit bestätigt haben. Umso bitterer, dass wir mit leeren Händen stehen. Danke und schönes Wochenende. Dankeschön, Murat. Gibt es Fragen? Sascha? Thomas, ich habe bitte. Du hast gesagt, es ist gelungen, die Stärken von Ida das gut rauszuspielen.
Ja gut, in der Vorbereitung des Spiels wissen wir, dass sie sehr schnelle Außenbahnen haben. Schnelle Spieler, die dann auf den Außen durchbrechen und in der Zentrale auch kreative. Also da sind ja schon einige Qualitäten, nicht umsonst haben sie vielleicht etwas, sieht Murat natürlich, ist ganz legitim und auch absolut nachvollziehbar, dass er natürlich dieser bitteren Niederlage jetzt nachhadert. Aber ich glaube nicht, es waren, habe ich auch im Vorfeld gesagt, 2-3 Situationen, die wir nicht gut verteidigt haben, wo Ida auch dann hätte vielleicht noch ein Tor mehr reinmachen können, aber sonst habe ich, vielleicht seht ihr es anders, aber wenig wirkliche Situationen gehabt, wo wir richtig unter Druck waren. Also es waren natürlich Situationen da, außer Frage, aber letztendlich konnten sie es nicht über die Linie drücken, den Ball. Danke. Keine weiteren Fragen. Die Ergebnisse von gestern und heute. Dillingen-Jägersburg war gestern 2-1. Heute spielten Koblenz-Mechtersheim 2-0. Kaiserslautern U21 gegen Arminia Ludwigshafen 2-1. Röschling-Völklingen, Schott-Mainz 0-2 und Hertha Wiesbach-Vettersheim 1-2. Und zur Halbzeit steht es in Engers gegen Rot-Weiß-Koblenz 0-1 und Emmelshausen liegt zu Hause zurück gegen Dieflen mit 1-2. Ihnen ein schönes Wochenende, eine gute Heimfahrt unseren Gästen und ich hoffe, wir sehen uns wieder spätestens beim Spiel in 14 Tagen gegen Eintracht Trier. Dankeschön. Ja, die Wände. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja.